So, das wird alles Erde hier. Das habe ich gesagt, da warte ich ab, bis es soweit ist. So, und das Loch hier machen wir ja, glaube ich, auch einfach zu. Ja. Das ist aber trotzdem noch eine ganze Menge, was wir hier haben. Was hier zum Zuschütten ist. Jetzt graben wir erstmal endgültig hier unten die Dungeons ein. Dann sind die schon mal weg. Ich finde es auch jedes Mal, ich betone das auch immer wieder, wie faszinierend ich das finde, wenn ich dann immer wieder zurückdenke. Weiß gar nicht, wo sind wir denn hier? Das ist. Das hier ist irgendwo. Ist hier irgendwo der große Raum, ich glaube. Das sind hier. Ja, hier, einer dieser Räume hier war der Raum von. Von Schrödingers Hühnchen. Da war er zumindest so ein bisschen im Boden versenkt. Aber hier war. Was war hier alles offen gewesen? So. Das sind die äußeren Dungeons, die alleräußersten hier. Hier haben wir die Wand dazwischen immer. Wo die grünen Streifen sind. Weil ich ja versucht habe, so viel wie möglich. Natürlich. Stein einzusparen. In weiser Voraussicht, da ich wusste, dass ich noch viel mehr brauchen werde. Und wir werden auch noch viel mehr brauchen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwischendurch nochmal eine. Ja, eigentlich müsste ich schon nochmal eine Highspeed-Steinabbau-Folge mit einbauen. Weiß aber auch, wenn wir jetzt hier überall nur noch Türme draufsetzen müssen, da hinten ist noch ein Gebiet, das halt noch recht groß ist. Da, wo immer noch teilweise der Boden offen ist. Das Eckelchen verbraucht halt dann doch auch noch eine ganze Menge an Steinen. Weiß ich nicht, ob ich das dann einfach mal so zwischendurch irgendwo einsammeln will. Natürlich könnte ich auch hier immer mal wieder zwischendurch irgendwo ein klein bisschen Stein abschlagen. Aber wie weit kommt man damit? Das ist ja immer der Punkt. So, sehr laute Quatsch mal hier vorbei. Die Musik erinnert mich auch immer so ein bisschen an. Vom Stil her an die Oceans Trilogie. Frage ich mich dann jedes Mal wieder, wenn ich hier Red Dead Redemption höre, ob da vielleicht irgendwie in irgendeiner Form auch gleiche Komponisten mit beschäftigt waren. So, hier auch mal wieder Kante rein, dass wir hier hochkommen. So. Keine Erde mehr. Keine Steine mehr. Erde haben wir hier noch.
Die haue ich jetzt auch hier schon mal hin. Weil hier die Ebene ja schon mal gegeben ist und dann kann hier die Erde nämlich schon mal in aller Ruhe anfangen, Gras anzusetzen. Zack. So ist das. Hier haben wir auch noch Dungeons. Was sind das für welche? Ach, das ist dieser obere Bereich, dieser eine letzte. Genau, hier. Ach Gott. Genau, hier kommt nämlich, hier ist nämlich dieser Gang, den haben wir jetzt da unten ja zugemauert, der hier unten lang geht. Der ewig lange Gang und der geht ja hier dann die Treppe hoch. Genau, geht hier einmal schön außen rum. Und hier dann, genau, zwischen all diesen anderen Quatsch. Diese da. Da unten müssen wir auch noch zubauen. Und das Ding muss ja dann, hier müssen wir auch noch überlegen, dieser, genau, hier, das muss alles noch eingeebnet werden, sozusagen. So, das war, wo wir uns, aua, im Dings verschätzt hatten, in der Höhe, als wir die Außenmauer gezogen hatten, hatten wir uns ja um einen in der Höhe verschätzt, da haben wir einfach dann den richtigen oben drüber gezogen. So, da können wir die aber jetzt auch einfach mal hier mal weghauen, die jetzt hier die ganze Zeit doppelt sind. Das jetzt mal so, ich sammle sie gleich ein. Jetzt zum Beispiel, wo ich gerade runtergefallen bin. Zack. Das sind natürlich jetzt nicht Steine, die mir wahnsinnig viel weiterhelfen, das ist klar. Aber das können wir zumindest schon mal machen, da man gerade da ist. So, und das hier müssen wir halt auch irgendwie noch so ein bisschen zumachen. Hier ist auch nochmal ein bisschen fies im Gesamten. Zack. So, hier kommen die Gewächshäuser hin. Hier müssen wir auch nochmal überlegen, wie wir das, das ist halt teilweise mit diesem Stein. Da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie angepasst kriegen oder so, dass das sinnvoll aussieht. Oder wir machen noch mehr Steinboden rein, dass es dann einheitlich ist. Prinzipiell können die Gewächshäuser ja auch einen Steinboden haben. Das ist ja nicht falsch. Nur drumrum. Um die Gewächshäuser wäre es halt schön, wenn wir da Wiese hätten. Hoppla. Sonne geht unter. Läger mir schlafen. Hoppla. Ich will noch Kohle einstecken. Die muss natürlich hier oben rein. Kohle haben wir auch schon wieder keinen Vorrat mehr. Nicht mehr wirklich. Da ist halt jetzt auch die Frage, inwieweit es irgendwie noch Sinn macht, jetzt Massenproduktion und so. Dann müssten wir auch wieder irgendwo in eine Mine rennen und wieder Kohle farmen. Also
noch haben wir ein bisschen Kohle da, aber das ist nicht mehr lange der Fall und wahrscheinlich reicht es dann nicht mehr lange, um alle Öfen zu befeuern und wahrscheinlich werden wir unseren großen Ofen recht bald außer Betrieb nehmen. Das, was wir an Stein noch brauchen, machen wir in den zwei Öfen in der Baubude und gut ist dann. Ich hätte es natürlich bei der Gelegenheit schon mal direkt mit anfangen können. So ein bisschen was haben wir ja noch unten. Na, ich weiß es halt noch nicht. Ich weiß es noch nicht, wie man das machen soll. Oh Gott, ist das eine große Fläche hier noch. Muss das hier immer so in der Luft fliegen? Wie sieht denn das aus? Total unrealistisch ist das. So. Weil wenn man das Schloss im Gesamten nimmt, dann steht hier ja gar nicht so viel über. Das macht es jetzt irgendwie auch nicht besser. Es sieht auch nicht aus, als ob das jetzt sonderlich stabil wäre. Naja. So viel rosa Stein. Ups. Ups. Das ist besser. Das zeugt eher von Stabilität. So. Ich hatte es schon erwähnt, lange wird die Aufnahme heute nicht. Ich mache vielleicht so eine Stunde ungefähr. Das muss reichen, denn das Problem ist, wenn ich auf die Uhr gucke, dann muss ich in 2 Stunden und 20 Minuten arbeiten. Danach ist noch Bandprobe, dann wird es spät. Morgen muss ich auch wieder arbeiten und morgen muss diese Folge, diese allererste, diese Aufnahme raus. Ich bin also gerade mal wieder so kurz vor knapp und zwischen Tür und Angel, wie das immer so ist. Aber Hauptsache irgendwie noch geregelt gekriegt. Und das sind dann, ja, 3 Folgen mache ich. Also die Stunde mache ich schon noch voll, denke ich. Und dann habe ich Material Freitag, Samstag, Sonntag. Am Wochenende habe ich dann Zeit, wieder was draufzusetzen. Ich mache momentan einfach zu viel anderes nebenher. Das, ja. Deswegen denke ich mal, auch wenn ich theoretisch ab und zu das Gefühl habe, na, ein bisschen Zeit hättest du schon noch, werde ich, denke ich mal, bei 2 Projekten plus Freitagsspecial bleiben. Unabhängig davon, ob ich dann auch mal mehr Zeit habe oder nicht, denn ja, irgendwie rennt mir im Moment permanent die Zeit weg und ich komme nicht hinterher. Stehst du morgens auf und denkst, naja, hast heute mal nicht zu lang geschlafen, könntest ja mal was gebacken kriegen. Dann machst du 3 Sachen, guckst auf die Uhr. Scheiße, 20 Uhr. Jetzt mach dir aber nochmal mal schnell was zu essen, denn wenn das fertig ist, ist 12, da solltest du bald mal ins Bett gehen, denn wenn du dann dich nicht auf den Weg machst Richtung Bett, dann wird's 3 Uhr. So ungefähr fühlt sich bei mir momentan die Zeit an. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber gut. Hat alles Vor- und Nachteile. Man sagt ja immer, die schöne Zeit geht immer schneller rum als die schlechte Zeit. Mhm.
Außer es ist etwas, worauf man keine Lust hat, was so langsam näher rückt. Das geht dann immer ganz schnell. Aber es gibt eigentlich im Moment in meinem Leben nichts Unangenehmes. Arbeitstechnisch hat sich das ja jetzt bei mir auch noch mal ein bisschen verändert. So ein bisschen Änderung in der Geschäftsleitung und die erscheint mir bislang durchaus positiv. Mal gespannt, wie dazu weitergeht. Ja, und privat ist halt momentan, da sind wir wieder bei dem Thema, da dröselt halt so vor sich hin. Da passiert nicht viel. Aber wenn nicht viel passiert, passiert auch nichts Schlechtes. Ja, und sag mal, ich bin da jetzt in der Zwischenzeit auch, ja, es ist aber teilweise wieder so ein bisschen entspannter jetzt geworden. Und es gibt so gewisse Dinge, mit die ich mich vor ein paar Monaten noch fürchterlich geärgert habe, die mir eigentlich mittlerweile im Allgemeinen ziemlich scheißegal sind. Also da meine ich jetzt nicht speziell Dinge, die Dinge selbst, die mich geärgert haben, die mir jetzt egal sind, sondern allgemein solche Sachen, über die ich mich geärgert habe, die, wenn sie mir jetzt passieren, ziemlich egal sind. Also, ja. Man lernt ja auch so ein bisschen. Irgendwie. Weil das sowieso was ist, man lernt nie aus. Das ist einfach so. Und egal wie alt man ist, es gibt immer noch gewisse Erfahrungen, die man macht, die einen verändern und bei denen man quasi noch dazulernt, wenn man so will. Ja. Und da wird man dann entspannter. Wichtig ist, dass man sich nicht wegen irgendeinem kleinen Scheiß, wegen irgendwelchen unwichtigen Dingen so verrückt macht. Quasi selbst kaputt macht. Du gehst nochmal weg, auch wenn du später wahrscheinlich dort wieder hinkommst. Aber jetzt gehst du erst nochmal weg. Ja. Ich warte jetzt in erster Linie auf den wohlverdienten Frühling. Mein, die Folge, die läuft jetzt am Samstag. Mein Wetterbericht sagt, dass es mit Beginn nächster Woche, das wäre für euch ja dann schon übermorgen, dann endlich hier besser wird und dass dann auch ein bisschen so der Frühling kommt. Und endlich mal wieder ein bisschen Sonnenschein und dann halt auch ein bisschen wärmer und also da hoffen wir ja jetzt mal drauf und dann wird sowieso alles besser, denn ich bin ja so ein Sonnenmensch, je mehr Sonne ich abkriege, desto besser bin ich gelaunt, desto tiefenentspannter bin ich, desto besser geht es mir auch gesundheitlich meistens. Das wirkt sich bei mir schon intensivst aus. Ich habe jetzt gestern gemerkt, eigentlich wollte ich gestern hier schon Minecraft aufnehmen, da hätte ich nämlich die Zeit gehabt und hat es nicht getan. Warum? Weil ich irgendwie wieder völlig im Sack war. Ich merke auch, dass mich das auch heute hier gerade ein bisschen anstrengt. Ich bin einfach im Moment, ich könnte von morgens bis abends schlafen, wenn ich die Zeit hätte. Habe ich aber nicht. Aber so vom Gefühl her, könnte man von morgens bis abends schlafen. Das ist bei mir halt immer ein bisschen ein Mangel von Sonne und Wärme. Das ist ja dieses permanente triste Grau da draußen, der ganze Regen. Das macht keinen Spaß. Ich will Sonne. Ich brauche Sonne. So, haben wir doch das Ding jetzt tatsächlich hier mal zugemacht. Das heißt, auf dieser Seite
steht das Schloss jetzt stabil auf massivem Boden. Komplett. Da fliegt jetzt nichts mehr. Das ist doch schon mal schön. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen zwischenfuttern.